Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil dieses Kanonen-Tutorials. Heute werde ich mich um diesen Griff hier, wie auch hier diesen Metallkasten und ein bisschen den Kleinscheiß hier kümmern. Zuerst wähle ich mir hier diesen Lauf aus. Habe ich gerade wieder Griff gesagt? Den Lauf aus. Hier unter Deformation und Inflating ganz um, sagen wir mal, 2. Ja, ist okay. Dann schneide ich mit dem Clip Curve Brush vorne ein Stückchen ab. Nehme mir hier den Clip Circle Center. Und mache ihn gerade. Ups. Vorher sollte ich vielleicht überprüfen, wie die Dynamesh-Auflösung ist. Ich mache Blur erstmal. Ja, ne, zuerst setze ich die Auflösung hoch, weil nach Versetzen des Blur-Sliders remesht er direkt. Also Auflösung hochgesetzt und geremesht. Jetzt im nächsten Schritt. Sage ich Insert Cube. Das ist natürlich ein bisschen tricky. So. Ich mache alles andere transparent. Arbeite dann ein bisschen mit dem Move Brush. Hier einmal kurz die Referenzen aufrufen. Ups. Ein bisschen noch zusammenschieben. So. Nee, das ist nicht richtig. Das müssen wir gleich nochmal separat machen. Noch ein bisschen vergrößern. So. Okay. Wir haben immer noch unseren Clip Brush ausgewählt. Ah, das war der falsche. Wir nehmen den Clip Curve Brush. Schneiden hier ein bisschen was weg. Vom Gesamten noch ein bisschen. Das gleiche machen wir auch von oben. Eine ganz leichte Neigung reinschneiden. So. Nee, das muss ich maskieren, weil der mir sonst, so wie hier schon, ich sehe das gerade, hier hat er mir jetzt schon, habe ich unachtsam rumgebastelt und der hat mir dann ein bisschen was weggeschnitten, was er nicht hätte tun sollen. Aber da wir diesen Part am Ende sowieso nicht so. So. Nicht so genau sehen, spielt das jetzt erstmal nicht so die gravierende Rolle. Ich gucke jetzt einfach mal, wie das hier so aussieht. Das sieht also ganz scheiße aus. Ups. So. Machen wir das anders. Machen wir das ganz einfach hier von der Seitenansicht. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd.
Ich habe zu früh das Ding hier herumskaliert. Na, so. Jetzt remesh ich das. Jetzt gehe ich nochmal hier von der Seite dran. So in etwa. Guck mal, wie das Ganze ohne Transparenz aussieht. Ja, das gibt's doch nicht. Und genau das gleiche für die andere Seite. So in etwa. Ein Stückchen mehr. Ja, meine Referenz sieht ein bisschen anders aus, aber da nehme ich mir die Freiheit heraus, was Eigenes rein zu interpretieren. Weil das sieht nicht richtig aus. Nehmen wir uns den Move Brush, beziehungsweise machen wir das anders, nämlich ja, es ist ein ständiges Ausprobieren. So in etwa kommt es ja hin. Noch einmal hier den Schnibbel machen. Okay. Dann. Na. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. So. Ja, ist ein bisschen zu stark. Eher so. Ja, so nehme ich das jetzt auch. Who cares? Okay, sorry. Musste eine Raucherpause einlegen. Jetzt will ich die beiden Schalter hier hinzufügen. Der eine ist, wie ich sehe, dass ich habe hier halt andere Referenzen eingelassen. Dazu nehme ich mir hier als erstes den Insert Cube Brush. Beziehungsweise nein, ich werde zuerst den Schalter hinzufügen, damit ich weiß, wie viel ich überhaupt wegschneiden muss. Dazu gehe ich wieder hier in ein separates Objekt. Der hier ist schon polymeshed. Dann nehme ich mir hier einen neuen Zylinder, sage Make Polymesh 3D, um ihn wieder bearbeiten zu können. Rotiere ihn, wie ich möchte. Aktiviere die X-Symmetrie. Jetzt werde ich mich ganz langsam an diesen Schalter herantasten. Der ist sehr länglich. Also maskiere ich mir hier die Hälfte.
Proportionen her stimmt das ja ungefähr so. In etwa. Wenn ich damit zufrieden bin, sage ich, gehe ich hier unter Geometry auf Dynamesh. Die Auflösung wird völlig in Ordnung sein. Der rödelt jetzt schon. Hat er gemacht. Ist vielleicht noch ein Stückchen zu flach. Ein bisschen dicker hier. Okay. Ich überlege. Ne, wir nehmen hier wieder einen Zylinder. Ach so. Hier muss ich den Zylinder wieder auswählen, damit er mir den hier hinzufügt. Kurze Überlegung. Okay. Rotieren. Ich habe ganze Zeit die X-Symmetrie an, deswegen kann das zum Beispiel solche Artefakte zutage fördern. Deswegen mache ich das jetzt hier oben. Sag rotieren. Ich möchte den jetzt quasi. Das kriege ich nicht. So. Jetzt wieder aktivieren. Also ZBrush ist, wer es noch nicht gemerkt hat, manchmal ein sehr, sehr starkes Hin- und Herdenken und ja, Querdenken würde ich schon fast sagen. Nicht Rotate, Scale. Ein bisschen hochskalieren. Nicht zu viel. Einfach. So machen, dass es passt. Kann man remeshen. Jetzt wähle ich mir hier wieder meinen Dip Curve Brush aus. Schneide hier das Überflüssige weg. Ich frage mich, warum das nicht vollständig symmetrisch abgelaufen ist, aber stört mich jetzt gerade nicht. Clip Circle Center, damit ein ja quasi gleichseitiger Kreis aufgezogen wird. So hier in etwa. Und zu guter Letzt jetzt ist ja symmetrisch, deswegen kann ich das nein. Von einer Seite hier machen. Mit dem Clip Curve Brush. Das ist nicht 100%ig symmetrisch, ne? Na egal, wenn wir jetzt remeshen, wird sowieso alles nochmal ein bisschen. Nee, das gefällt mir hier noch nicht so ganz. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nehme ich nochmal Clip Rack, den am Kreis. So. Ja, das ist schon in Ordnung so. Nehme von beiden Seiten noch ein Stückchen ab. Nein, nicht mit dem. Mit dem Clip Curve Brush. Okay, nehmen wir so, ist ja nur ein kleiner Schalter. Noch einmal auf Clay Polish. Und so haben wir unseren Schalter. Moment, eine Sache fällt mir hier noch auf, nämlich dass der hier ein Stückchen höher ist. Also,
Maskiere ich das? Nehme mir hier das. Ja, nein, ich habe offenbar nicht richtig maskiert hier. Einmal remeshen und gut ist. Wenn wir ganz pingelig sind, können wir hier noch den hier abschneiden und haben dann eben unseren Schalter. Eine kleine Sache noch, vielleicht machen wir Mask das so hier. Ne, lassen wir das, wir machen das jetzt einfach hier. So, Projection Master, Deformation, Double-Sided, Color aus. Wir ziehen immer noch eine Linie auf. Aber das ist falsch. Also eine Linie ist richtig, wir gehen hier unter Stroke. Jetzt haben wir das Objekt abgelegt, können es wieder nicht rotieren. Können aber dafür hier wunderbar diese ja, jetzt klappt es wieder nicht, diese gerüffelte Linie hier machen. Move. Ups. Scheiße. Ja, jetzt habe ich nämlich hier diese beiden laufen jetzt darüber. Ich hoffe, dass das nicht allzu gravierend jetzt sein wird. Wenn wir das Pick-up und nö, das passt doch prima. Wenn wir noch ganz pingelig sind, können wir auch hier noch ein Stückchen abschneiden. Und ja, das sollte ausreichen als kleiner Schalter. Ja, gleiches Spiel. Hier gehen wir unter. Wo ist es? Ich glaube, der ist noch nicht lang genug, dieser Schalter, ne? Wir machen den noch ein Stückchen länger. Vor allem ist das hier nicht richtig. Das ist normalerweise abgerundet. Aber egal, als Schalter soll es jetzt erstmal reichen. Wir gehen unter Preview. Wo ist es? Preview. Rotieren das Ding so, wie wir brauchen, sagen Store. Gehen wieder in unsere Kanone. Wählen die beiden Knöpfe aus. Die Subtools. Wählen wieder den Insert Cylinder oder einen sonstigen Insert Brush aus und können hier unter Modifiers festlegen, welche Geometrie wir einfügen. Dann wählen wir uns unser gerade gemachten Schalter aus und ziehen ihn eben dementsprechend auf. So. Dann noch eben bewegen. Noch ein Stückchen größer muss der. So in etwa. Was genau dieser Schalter auslöst, weiß ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist Sichern und Entsichern. Aber da ist noch so einer. Der kommt hier hin.
Deshalb bin ich da nicht so ganz sicher. Haben wir das gemacht? Können wir einmal alles demaskieren? Weil die beiden anderen Knöpfe waren noch maskiert. Jetzt gehen wir in unseren Griff. Können hier Insert Cube sagen. Wobei, vielleicht ist das besser. Mask mit dem viereckigen Maskierungswerkzeug. So ein Stück auszuschneiden. Von der anderen Seite zu demaskieren. Jetzt haben wir nur diesen Part da ausgewählt. Den können wir dann jetzt noch ein Stückchen reinschieben. Das sieht irgendwie schäbig aus, finde ich. Bisschen lieblos. Na, okay. Machen wir das anders, nämlich ich wähle noch mal dieses Ding hier aus und schiebe es ein bisschen nach oben. So. Jetzt können wir mit dem, wo ist er? Insert Zylinder, ja, jetzt haben wir den. Nehmen wir wieder den Zylinder, wählen wir hier wieder aus und ziehen. Ach, ich habe vergessen, dabei Alt zu drücken. Ich drücke jetzt also Alt und ziehe einen Zylinder auf. Maskiere wieder die Hälfte dieses Zylinders. Schiebe das Ganze hier ein Stückchen weg. Okay, jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich das nicht zu tief einlasse. Deswegen hole ich mir das einmal ganz raus, um zu sehen, wie breit das ist. Okay. Moment. So, raus. Okay. Dann schiebe ich mir den mittleren Kreis ungefähr auf den Boden. Und dann weiß ich, dass der tiefste Punkt circa beim Mauszeiger ist. Wenn ich das jetzt remesche, wird man das Ergebnis schnell sehen. Genau. Okay. Dann rotiere ich das Ding hier noch ein Stückchen und habe meinen ersten Schalter dann hier drin. Der zweite wird ganz ähnlich gemacht. Dazu, ich benutze jetzt einfach den gleichen. Da bin ich jetzt zu faul. Man könnte natürlich nochmal einen separaten Schalter machen, aber wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen zu lazy für. Hier einfach irgendwie einen Schalter raus. Presse ihn ein bisschen zusammen und scale ihn auch ein Stück hoch und rotiere ihn. Ja, gut, das ist dann noch nicht so ganz.
Also so von der Seite sieht es in Ordnung aus. Ich glaube fast, dass es auch so in Ordnung geht. Moment, vielleicht. Ich weiß auch nicht, wofür dieser Schalter hier steht. Das ist mir eigentlich voll das Rätsel. Aber ich stelle ihn einfach mal nach oben. Kleines bisschen weg hier, so. Okay. Dann werde ich jetzt hier die beiden Zielvorrichtungen machen. Dazu nehme ich mir wieder meinen Shadowbox. Das ist ein bisschen zu groß geworden, sehe ich gerade. Spielt keine Rolle. Geometry, Shadowbox einmal ausmachen, Auflösung hochschrauben, Polish aus, Shadowbox wieder an. Dauert einen kurzen Augenblick, weil die uns komplett alles ausfüllt. Hat auch nicht so optimal geklappt, muss ich jetzt ganz ehrlich eingestehen. Na, egal. Ja, ich sehe schon wieder, sind wieder 20 Minuten rum. Das heißt, ich beende das jetzt hier wieder. Ich möchte keine zu langen Videos am Stück machen. Außerdem kommen jetzt gleich die Nachrichten. Muss ich wissen, was aktuell in der Welt so geht. Bis hierhin danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, bereits ein bisschen geholfen zu haben. Weiter geht's nächstes Mal eben mit den beiden Dingern hier und dem ja, Ding da hinten. Alles klar.